Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen Funktion vom Chloroplast erklären. Chloroplasten sind Zellbestandteile in vielen Pflanzen. Sie sorgen unter anderem für die grüne Färbung, aber ihre eigentliche Funktion ist eine andere. Ein Chloroplast ist von einer Hülleumgebung, die aus einer äußeren Membran, einem Intermembranraum und einer inneren Membran besteht. Innerhalb dieser Hülle befindet sich das Stroma, in dem sich die restlichen Bestandteile eines Chloroplasts befinden. Die Thylakoide durchziehen das Stroma und bilden an einigen Stellen geldrollenartige Stapel, die sogenannte Grana. Die Funktion eines Granum ist die Photosynthese. Der grüne Farbstoff in der Thylakoidenmembran, das Chlorophyll, kann das Licht bestimmter Wellenlänge absorbieren. Weitere Bestandteile eines Chloroplasts sind Stärke, Plastoglobulie, plastidäre DNA und plastidäre Ribosomen. Die Chloroplasten der Pflanzen übernehmen die Funktion der Photosynthese. Diese Funktion ist wichtig für die Energiegewinnung der Pflanze. Die Photosynthese ist die Bezeichnung für die Umwandlung energiearmer in energiereichere Stoffe mit Hilfe von Lichteinstrahlung. Dabei ist die Aufgabe des grünen Farbstoffes Chlorophyll die Umwandlung von Licht in Energie. Dies gelingt durch die Absorption verschiedener Wellenlängen. Mit der gespeicherten Energie werden aus Kohlenstoffdioxid, welches die Zellen aus der Luft beziehen, und Wasser Kohlenhydrate synthetisiert. Bei dieser Oxygenensynthese wird Sauerstoff als Nebenprodukt frei. Diese Synthese kann vereinfacht mit folgender Summenformel zusammengefasst werden. 6CO2 plus 6H2O plus Licht, daraus entsteht C6H12O6 plus 6O2. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!